Für Obisperlen trinke ich natürlich alles schnell leer. Weißt du, wie sich dieses hochmoderne Ding hier nennt? Ein Fidget Spinner. Ah, so ähnlich wie ein Fidget Spinner, nur für den Boden. Das ist ein Kreisel. Was ist los mit dem Kreis? Was ist los? Nein, nein. Eine kleine Quizfrage. Wie nennt sich das denn hier? Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu DIY Inspiration. Und herzlich willkommen zu einem neuen alten Shop. Wir haben uns das überlegt. Und zwar wollen wir heute nochmal einen Fidget Toy Store machen. Aber nicht einen Pop-Up Store, sondern einen Bauchladen oder... Einen On-Tour-Laden. Der Fidget Store geht on Tour. Und wir haben hier ganz viele Fidget Toys drin. Wir haben hier so Squishies. Wir haben die Poppets. Hier ist alles voll in der Tüte. Das werden wir gleich alles noch schön drapieren. Und zwar in diese beiden Kisten hier. Genau. Und mit diesen Gurten hier, das sind die Gurte, Gurte von unseren Bauchtaschen, damit wollen wir dieses dann uns umhängen und damit durch den durchs Haus laufen. Dann hoffentlich viele Sachen verkaufen. Wir haben hier auch noch irgendwo unser Kleingeld da. Genau. Ja, Kleingeld. Kasse ist da. Kasse ist da. Wir müssen hier auch ein bisschen Geld verdienen. Wir haben hier auch wieder diesen Schleim mit Styroporkügelchen drin. Formclear ist auch noch da. Ich glaube, das sind tolle Glitzersorten. Den würde ich mir wohl kaufen. So sieht das dann aus, umgehängt. Vielleicht muss es noch ein bisschen, bisschen kürzen, es hängt ein bisschen, ist ein bisschen tief. Aber so vom Prinzip her. Und man hat eine Hand zum Verkaufen und Kassieren. Ja. Damit das Ganze auch so ein bisschen hübsch aussieht, lege ich gerade noch so Servietten in unsere Kisten rein. Hier habe ich schon zwei reingelegt. Hier kommen jetzt auch zwei Servietten rein. Und dann werden die verschiedenen Sachen darauf drapiert. Sagen wir machen so einen Korb mit diesen Squishies, ne? Mhm. Der ist sehr süß. Ja. Und wir haben noch diese Window Walkers, die kann man ans Fenster werfen und dann wandern die da runter. Ich würde sagen, die können wir hier noch so mit reinmachen. Und vielleicht auch noch die hier, oder? Ja, die Poppets auch. Preise würde ich tatsächlich so auf Anfrage machen. Ja, genau. Ich finde, bei so einem Bauchladen, es ist ja immer mal... Man kann auch ein handeln, ne? Da wird diskutiert. Also eine von uns bekommt diese etwas größere Kiste und die andere nimmt hier dieses Kram. Das kann dann nochmal hier wieder runter. Kram. Vielleicht können hier die Orbis-Perlen auch so an die Seite. Das sieht auch schön bunt alles aus. Richtig. Wie cool das aussieht, ne? Die können wir vielleicht auch mitnehmen. Ja. Wollen wir das vielleicht dann hier noch mit rein? Ja, das kann hier mit rein. Das sind auch so größere Sachen. Wir haben hier eigentlich die Kelle, um das wieder irgendwie abzufüllen. Aber ich würde sagen, wir gehen dann zu den Leuten und fragen, ob die irgendeinen Behälter haben, wo wir denen dann eine Kelle reinmachen können, richtig, oder? Ich denke auch. Mach ich mal. Ich habe hier so ein Glas oder so am Schreibtisch. Genau, vielleicht wollen die sich auch direkt mit so eine Dekoflasche oder irgendwas damit machen. Das ist sehr gut. Ich hake das jetzt einfach hier in die Kiste ein. Und wenn jetzt so ein bisschen Druck von oben kommt, dann hält das auch. So. Ah, du nimmst das so über die Schulter. Ja. Sehr gut. Ich glaube, das geht so ganz gut. Ich hake dann die feinen Tiere bei mir ein und los geht's. Ich würde sagen, als erstes zu Claudio, oder? Unser Fidget Store und Tour kann lostouren. Mhm. Ja, los geht's. Hallo? Hallo? Claudio? So, wir dachten, Claudio sei hier in der Cloud, aber hier ist er nicht. Und deswegen gehen wir einfach direkt gerade weiter zu Danja. Hallo, Danja. Hi! Hier ist der Fidget Toy Store on Tour. Hallöchen! Wir haben uns gedacht, du siehst sehr gestresst aus an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht möchtest du ein bisschen was haben. Ich bin gar nicht gestresst. Können wir dir was gegen Stress anbieten? Ich bin nicht gestresst, aber ich nehme trotzdem was gegen Stress. Das ist immer also gut. Wir haben hier so verschiedene kleine Sachen. Die kennst du vielleicht auch schon aus unserem letzten Laden. Ja, im letzten Laden. Ach, warst du gar nicht da? Ich war nicht da. Stimmt. Hast du das verpasst? Du dann hast du jetzt die einmalige Gelegenheit. Ja. Also, wir haben Squishies, wir haben Pop-Its, wir haben Window Walker. Ja. Dann haben wir Pinguine. Und wir haben diese Dinger, die man so um sich selbst drehen kann. Oh, so einfach. Und wir haben hier, sind Obisperlen. Die haben wir. Die können wir... Kelle, als wäre das wenn du möchtest, essen. Wenn du ein Glas oder so hast, können wir dir das da reinfüllen. Dann hast du so ein... Die könnt ihr mal für den Neben halten, der liebt Obisperlen. Wir haben genug für alle. Wir haben so viele davon. Also wenn du irgendwie so ein Behälter hast, dann können wir dir da so eine Kelle reinmachen. Dann kannst du damit... Lass mal. Ist okay. Hast du irgendwas anderes was Sachen gespottet, die mir gefallen? Wir hätten hier auch so ein Set, wo man selber Einhörner mitmachen kann. Also ich würde tatsächlich auf diesen Oktopus da gehen. Ich fand den irgendwie fantastisch. Ja, der ist sehr beliebt. Der ist auch unser teuerstes Produkt. Euer teuerstes Produkt, was kostet das denn? Ich glaube 10 Euro mindestens. Ja, also das gebe ich euch dann später irgendwann mal vielleicht. Das würde ich noch nehmen. Später irgendwann vielleicht später mal. Später irgendwann vielleicht noch, ist unsere Lieblingswährung. Und dann wird es immer so sehr dramatisch. Und dann bin ich jetzt zufrieden. Wenn du möchtest, kannst du auch noch hier, das da auch noch haben, das kannst du da noch mit dran machen.
Das wird mir zu lang, dann kann ich das nicht mehr richtig knacken. Also diese Knackdinger sind sehr, sehr gut, die kann ich sehr empfehlen. Ja. Also die sind nett, ja. Aber ich bin, glaube ich, jetzt auch zufrieden, muss ich sagen. Schön. Sehr gut. Ich bin jetzt nicht gestresst. Auch nicht, genau, wir wollen ja auch 21 Euro, oder? Ja, genau. Ja, sind dann 21 genau. Euro, die du uns schuldest. Ja, ja. Auf jeden Fall mache ich das. Sehr gut. Ja. Was war das? 2,10 Euro? 21 Euro. 21 Euro. Okay, ja, wir sagen mal für dich ein Sonderangebot 18 Euro alles zusammen. Also Claudio hat gesagt, er bezahlt heute. Ah, sehr gut. Das gefällt uns dann. Ja. Auch zu Claudio. Er bezahlt uns die Sachen hier mit. Vielleicht versteckt er sich auch. Ja, also Claudio hat gesagt, er bezahlt das für mich. Ganz sicher. Bis später. Bis später. Und falls du weißt ja, also wir sind on Tour und wenn du dich doch nochmal irgendwie gestresst fühlst, ruf uns einfach dann an. Dann komme ich vorbei oder... Ja, ich rufe euch an. Das ist ja richtig praktisch. Wir sind ein Fidget-Toy. Genau. Wir sind auch telefonisch und per WhatsApp erreichbar. Genau. Das freut mich. Okay, ich danke euch vielmals. Viel Spaß beim Claudio finden. Ja. Ach so, und Claudio gibt euch auch noch Trinkgeld von mir. Sehr gut, also bleiben wir dabei 20 Euro. Ja, so, dann wollen wir mal schauen, ob Claudio da ist. Nee. Ist der auch nicht an, aber der ist nicht da. Dann lass uns doch mal runtergehen. Da treffen wir vielleicht noch René und Donny. Hoffentlich. Und vielleicht ist da Claudio auch irgendwo. Und ich meine, wir sind ja on Tour, genau. On Tour, vielleicht treffen wir die ja auch im Flur, auf der Treppe oder sonst irgendwo. Es kann alles passieren. So, ich finde auch, das lässt sich echt gut tragen, ne? Ja, also, das ist sehr praktisch. Das ist nicht so schwer. Ich trage das ja so auf der einen Schulter, Eva hat sich so umgehängt. Weil das ist eine ganz gute Möglichkeit. Ja. Und man kann so mit einer Hand und mit der anderen Hand kann man dann halt die Sachen rausgeben. Und Geld haben wir noch nicht gemacht und es wird noch passieren. Ja, immer, ne? Deswegen versteckt dich wahrscheinlich Claudio auch irgendwo, ne? Wir sind bei René. Er ist da! René, hallo, nimmst René. Du auf? Hallo, nee, ich bin anfällig. Wäre es jetzt blöd. So, wir sind, wir haben einen Fidget Toy Store on Tour. Mm, ja, den kannst du gerne gleich. Nein, der ist fest an Kathi. Den kannst du nicht einfach wegnehmen. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, jedes Mal, wenn René ins Bild tritt, dann reißt er irgendwas und nimmt. Ah, okay, danke, dann nehme ich alles. Ja, danke, okay. Ja, okay, das sind ja, okay, 25 Euro. Bis dann, ne? Ciao. Weißt du, wo Claudio ist? Er schuldet uns noch 25 Euro, er hat gesagt, er zahlt für Danja. Okay, das weiß ich nicht. Gesagt, er aber hat hier gesagt, er zahlt für sie. Ich weiß nur, alles, was ich heute kaufe, bezahlt Claudio auch für mich. Achso, hat er das der bezahlt, ja, der bezahlt für uns alle. Sehr gut. Das ist ja lieb von ihm. Also das sind die kleinen, also diese Pöttchen. Also ich pack die erstmal wieder zurück. Ich also das sind natürlich Einhörner, alles. Wir können hier erstmal beraten. Genau. Also diese Einhörner sind jetzt zum selber machen. Du kannst ein blaues oder ein rosanes Einhorn haben. Wenn du vielleicht irgendwo einen Behälter hast, kann ich dir auch eine Kelle Obbys machen. Da finden wir bestimmt eine Lösung. Trink doch einfach dein Wasser schnell aus, wenn wir das da reinmachen. Das ist eine gute Idee. Für Obisperlen trinke ich natürlich alles schnell leer. Aber jetzt nicht die Obisperlen trinken, das ist jetzt nur eine Deko, ne? Ach so, das ist nur eine Deko? Nur eine Deko. Kann man nicht essen. Ich dachte, ich kann die jetzt gleich auslöffeln. Das ist kein Bubble Tea. Okay, also was zu trinken habe ich schon mal. Jetzt brauche ich noch was zu essen. Und ich präsentiere die Erdbeere. Sehr kostet gut. 5 Euro und die kosten 100 Gramm. Das waren jetzt so 300 Gramm. 300 Gramm, ja, ungefähr 3 Euro sind wir bei 8 ja, Euro. Da runden wir auf, sagen 100 Euro, weil bezahlt Claudio, ja? Okay, dann sind wir bei 125 Euro. Ohne dass Claudio überhaupt schon. Aber wir haben Claudio leider noch nicht gefunden. Wo ist Claudio? Der drückt sich noch. Aber den findet ihr bestimmt schon. Du, René, ja? Hier, das kann ich dir auch sehr empfehlen. Kennst du das? Also, das ist eine Foamplay? Ja, sowas so was in der Art, aber genau. Es härtet nicht aus. Genau, das kannst du immer weiter kneten und. Ah! Wenn ich mal wieder Stress habe, wenn ich mich mal wieder aufrege beim Spielen. Gibt's auch in verschiedenen Farben. Ah, da finde ich Pink besser. Weil das passt ganz gut zu dem Hintergrund. Ja, wobei du kannst beide haben. Ja, wenn ich beide haben darf, dann nehme ich natürlich beide. Alle drei wäre noch cool, oder? Dann nehme ich natürlich alle drei. Das ist natürlich jetzt der perfekte Verlauf hier. Ja, ich glaube auch. Das ist ganz dünn. Ich hätte sonst noch sowas hier gehabt. Ja, das nehme ich natürlich auch gerne. Also am Ende nehme ich natürlich jetzt alles, was mir noch angeboten wird. Zahlt ja eh Claudio. Oder? Zahlt ja eh Claudio. Genau. Und in 100 Euro ist das alles auf jeden Fall mit drin. Das möchte ich auch noch haben. Vielleicht noch irgendwie was zum Verschenken, vielleicht Nein, ich will das alles T-Rex? Will das alles für mich haben. Aber Claudio und Felix wollen vielleicht auch noch was haben, die haben vielleicht auch Stress. Ist auch noch was Interessantes? Ach, das ist so ein... so ähnlich wie ein Fidget Spinner, nur für den Boden. Das ist ein Kreisel. Wie alt bist du schon denn? Damals nannte man das Kreisel. Das sagt man heute, ich bin einfach zu modern. Deswegen sage ich dazu Fidget Spinner. Okay. Ich würde sagen, wir haben hier auf jeden Fall einen guten Deal gemacht. Ja, hat Spaß gemacht hier, die Sachen zu verkaufen. Mhm. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, die Sachen zu kaufen. Hast du Donny schon gesehen? Der müsste eigentlich auch gleich kommen. Okay. Der wird wahrscheinlich auch nicht nein sagen. Wir gucken mal, ob er in seinem Studio ist. Wenn ne? Claudio zahlt, sagt niemand nein. Ja, genau. Eben, aber das habe ich mir auch gedacht. Gleich finden, ich finde, wir können mal in Donnys Studio gehen und wir setzen ihm einfach mal so ein Tier dahin. Ja, genau. Ja. Das bezahlt ja alles. Wir lassen mal Proben da. Dann komme ich gleich rüber und klaue das hier auch noch. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal, Donny scheint nicht da zu sein, aber wir werden einfach mal in seinem Studio ein bisschen was ihm hinlegen. Ich würde ja sagen, ich mache ihm mal so eine Kelle Obispellen irgendwo hin, oder? In seinen Hut.
Na, guck mal, hier, das lege ich ihm auch noch hin. Ja. Das ist so ein Multifunktions... So, und hier dieses... Dieses das Wurst. Müssen wir noch loswerden, dieses stachelige Einhorn. Hi Donny, hier ist der mobile Fidget Toy Store on Tour. Wir bringen dir gerade deine Fidget Toys, die du nicht bestellt hast, aber wir bringen sie dir trotzdem. Sie liegen auf deinem Schreibtisch und weißt du, was das Beste heute ist? Claudio bezahlt heute, haben wir erfahren. Wir haben Claudio zwar noch nicht gefunden, aber wir haben dir einfach mal ein paar Sachen hingelegt. Das wären so 12 Euro, aber die werden wir einfach bei Claudio einfordern. Richtig, genau. Wir bekommen inzwischen schon 150 Euro fast von Claudio. Ja, genau. Also mit Trinkgeld sind das mindestens 150 Euro. Ja. Also, auf zu Claudio. Bis dann. So, wir haben uns überlegt, als nächstes geht es zu Felix. Vielleicht ist Claudio auch dort. Genau, vielleicht versteckt sich da Claudio. Hallo. Hi. Hallo Felix. Hallo Kathi. Vielleicht ist es dir schon, schon rumgesprochen. Es Nein. gibt momentan hier einen mobilen Fidget Toy Store. Der Fidget Toy Store on Tour. Und wir bringen einfach total tolle Anti-Stress-Spielzeuge rum. Vielleicht fühlst du dich auch an deinem direkt Arbeitsplatz ein bisschen. Vom Arbeitsplatz. Und wir sind auch telefonisch und per WhatsApp erreichbar. Krass. Also, falls du später nochmal irgendwie was haben möchtest. Genau. Vielleicht nochmal einen Nachschub. Also, wir haben zum Beispiel auch so eine Kelle mit Orbis-Perlen. Die kann ich. Also, wenn du ein Behältnis hast, wo die Orbis-Perlen rein können, dann. Darf ich eine Kelle Orbis-Perlen in deine Badewanne machen? Okay, ich mache euch glücklich damit. Ja. Ich dachte, damit mache ich nicht nur Felix eine Freude. Das wollte ich immer schon mal eine Badewanne für Obisbälle. Das ist ein Traum. Meine tolle Badewanne. Da sind immer Snacks drin. Jetzt sind da Obisbälle drin. Das ist besser. Also, wir hätten noch mehr anzubieten. Wir haben Einhörner in Pink und in Grün-Blau. Einhörner? Die kannst du daraus basteln. Oder sind noch keine Einhörner. Sind noch keine Einhörner. Man kann auch kreativ werden und einfach selber irgendwas basteln. Achso, und der Vorteil für dich, das weißt du noch nicht. Oh. Heute zahlt Claudio alles. So. Er schuldet uns schon 150 Euro und wir haben ihn nicht gefunden bisher. Wir hätten noch den T-Rex. Oder ich finde, das hier wäre vielleicht auch was für dich. Kannst du das mal? Ja. Darf ich loslassen? Ja. Alles gut. Moment mal kurz, Felix. Kannst du mal Platz einmal auf deinem Tisch machen? Ich will dir was zeigen. Oh. Versuch mal. Weißt du, wie sich dieses hochmoderne Ding hier nennt? Ein Fidget Spinner. Nein. Was ist los mit dem Ding? Was ist los? Nein. Das ist das Erste, was mir in den Kopf kam. Aber ich meine natürlich, das ist ein Beyblade. Nein, das ist ein Kreisel. Danke, Felix, danke. Kennst du noch Baby? Nein. Ja, aus doch. Aus meiner Kindheit. Aber, mein Stock. Oh nein. Der Laden bricht zusammen. Nee, ich weiß, was du meinst, aber das nennt sich Kreisel. Ja, damals, Kreisel. Für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, so etwas nennt sich eigentlich Kreisel. Also René hat eben einen Fidget Spinner für den Tisch dazu gesagt. Genau. Original Fidget Spinner. Optisch finde ich die gut, aber ich finde die auch. Oh, guck mal, hiermit kann man auch kleine Drachen machen in Blau oder in Rosa. Und du kannst, wenn du beide kaufst, vielleicht einen Spider-Man daraus machen. Einen Blau-Rosa, einen Spider-Man. Ist da auch Weiß dabei? Ja. Mit den Farben könnte ich tatsächlich Spider-Gwen machen. Aber dafür bin ich nicht fähig genug. Hab Vertrauen zu dir selbst, Felix. Nein, ich kann es nicht. Ich würde sagen, es ist mal an der Zeit, Claudio eine Sprachnachricht zu schicken. Aber habt ihr keinen Fidget? Doch, ihr habt einen Fidget Spinner. Ja. Den nehme ich noch. Also die beiden Sachen. Und die Melone hast du dir genommen. Und die Melone. Ach, ja, und eine Badewanne voll mit Nein, das war. Achso, das war mein eigenes Vergnügen. Ich muss ja sowieso nichts bezahlen. Willst du das wieder mitnehmen? Möchtest du das haben? Ja, ich will da eigentlich meine Snacks. Dann wasch das aber bitte einmal aus, ne? Ja, klar. Nur eingepackte Snacks darin aufbewahren. Guck, das ist doch auch witzig. Das hat mir Freude bereitet. Deine Badewanne wieder zu leeren. Wie schön man allen Leuten hier Freude bereiten kann, das geht nicht raus. So, wir wollen mal Claudio kurz eine Nachricht schicken. Wir wollen mal fragen, wo Claudio ist, weil der schuldet uns mittlerweile so viel Geld. Ja. Unglaublich, ich glaube, es sind inzwischen 200 Euro. Nee, Eva, übertreibt man nicht. Also 150 waren es eben. Und jetzt hat Felix sich, sagen wir mal, was für... Was ist hier los? Für 6 Euro. Felix hat sich was für 6 Euro ausgesucht. Das sind 100... Hi Claudio, wir sind gerade mit unserem mobilen Fidget Toy Store on Tour und wir haben dich leider noch nicht gefunden, aber Danja, René und Felix haben auf deinen Namen anschreiben lassen und wir haben auch bei Donny ein paar Sachen liegen lassen, weil wir dachten, Donny hat bestimmt so viel Stress, der braucht das bestimmt auch, deswegen würden wir gerne bei dir jetzt vorbeikommen, dir noch ein paar Fidget
Toys nehmen. Also nur schon mal so als kleine Ankündigung, wir kriegen jetzt so 156 Euro bisher von dir, ne? Ja. Also wir kommen gleich mal rum. Aber das war nicht unsere Idee. Also die anderen haben gesagt, du wolltest das für die bezahlen. Ja, genau. Also wir kommen gleich bei dir rein und sag uns gerne, wo du bist. Ja, das ist da angelegen. Noch ein glücklicher Kunde und weiter geht's. Claudio, wo bist du? Auf der Suche nach Claudio. Aber es konnte auch noch keiner so richtig sagen, wo Claudio wohl ist, ne? Also ich habe ja am Anfang erfahren, dass Claudio wohl in der Cloud sein soll. In der Cloud war er nicht, in seinem eigenen Studio war er nicht. Er war nicht bei Danja, er war nicht bei René, er war nicht bei Donny im Studio. Er war auch nicht in der Küche. Und im DIY-Studio war er auch. Ich sehe ihn! Claudio! Claudio! Hast du schon deine Nachricht abgehört? Nö, ich höre Musik. Und hör mal besser die Nachricht ab. Oder sollen wir es kurz für dich zusammenfassen? Nee, ich höre gerade hin. Warte. Moment, warum kriegt ihr denn 156 Euro von mir? Ja, also unsere Idee war das nicht. Die haben alle gesagt, du hast das Geld angeboten, das zu bezahlen, aber übernimmst heute. Ja. Disco Girl, Rick? Nee, Good Vibes Girl. Also. Good Vibes. Ich habe eine Idee. Ich werde das Ganze bezahlen. Ich habe schon was. Ich werde das bezahlen. Okay, aber erstmal wollen wir dich hier. Oh, okay. Bisschen, du bekommst natürlich auch noch was. Wir haben Einhörner in Pink und das ist kein Einhorn. Man kann das daraus machen. Was ist das mit dem Shop? Ich habe jetzt nicht genau hingehört. Also das ist ein mobiler Fidget Toy Store. Nennt sich auch Fidget Toy Store on Tour. Ja. Und wir kommen einfach zu euch und bringen euch Anti-Stress-Spielzeug. Cool. Und wir sind auch telefonisch zu erreichen. Also wenn du später nochmal Stress hast, ruf uns einfach an. Dann kommen wir nochmal vorbei. Eva, was würdest du mir empfehlen? Ich würde dir tatsächlich diesen T-Rex empfehlen. Ja. Und diese Einhörner hier zum selber machen. Kathi, was würdest du mir empfehlen? Ich würde dir dieses Einhorn hier empfehlen. Oh. Halt mal fest da vorne. Ja. Hey, Kathi, lass gut sein, hör auf. Keine Angst vor dem Einhorn. Nee, ich dachte, du würdest jetzt hinten loslassen. Das tut nicht weh. Weh. Wie? Das tut nicht weh. Mach mal. Okay, oh, das hat gerade wieder weh. Okay, doch, das tut nicht so weh. Nee. Okay, das nehme ich. Ja, Eva, ich hätte aber auch gerne deinen T-Rex. T-Rex! So. Achso, und hast du irgendeinen Behälter, dann können wir dir da eine Kelle Orbisperlen reinmachen. Nee, danke. René, jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit. Hier, vielleicht genommen, oder? Hast du da so eine schöne, durchsichtige Flasche stehen. Fand ich eine gute Idee. Ich muss ehrlich gestehen, das ist eine sehr, sehr gute Idee, Eva. Ja, dann geht mal her, das mache ich lieber hier drüber, nicht, dass die runterfallen, ne? Ja, ich muss auch gleich bezahlen, habe ich schon mitbekommen. Oh nein, wie bezahle ich denn mal? Nächste, Freunde, was war denn nochmal? Ja, ich würde sagen, weil du ja so großzügig bist, dann bleiben wir bei 150 Euro. Ja, 150, oder? Kein Problem. Für alles zusammen, ja, für alles zusammen 150 Euro. Du warst wahrscheinlich, guck mal hier, du warst ja wahrscheinlich auch extra gerade eben, er war wahrscheinlich nicht da, weil er noch bei der Bank war. Richtig, ja. Genau, ja super, das gefällt mir. Also schaut mal, ey Freunde, das ist richtig cool geworden. Ja. Das ist cool. Ich habe jetzt den T-Rex bekommen, dann habe ich sowas hier bekommen. Was ist das überhaupt? Eine Erbse, okay. Das kannst du dir einen Schlüssel machen und dann kannst du diese Erbsen da rausdrücken. Cool, das ist sehr entspannt. Dann habt ihr doch das hier für den Stress. Was habt ihr denn sonst noch so? Ich denke gerne schon, was ist denn das hier? Das ist eigentlich vom Prinzip das gleiche wie das Einhorn. Ja, das möchte ich auch haben. Mhm. Dann gebe ich dafür die Erbse zurück. Die möchte ich nicht. Und ach so, eine kleine Quizfrage. Wie nennt sich das denn hier? Oh nein! Da war der Claudio wohl zu gierig. Ja, nee, alles gut, das war meine Schuld. Wie nennt sich das kleine Beyblade? Guck mal hier. Beyblade? Nein! Das ist ein Kreisel. Ach so, okay. Kathi, also hat super gehalten. Da hat sie auch mein Wechselgeld. Freunde, es tut mir unheimlich leid. Aber muss es nicht. Ich muss eigentlich, dass du so locker sitzt. Ja, ich hätte das. Hast du dran noch gezogen? Nein, nicht wirklich. Ich hab mich dran gelehnt, dann ist schon runtergefallen. Claudio hat sich einfach an den Laden drangehängt. Du kannst dich nicht an unseren Laden hängen. Alles gut, das macht gleich einen Staubsauger weg. Ich hole einen Staubsauger, ich müsste jetzt sofort raus. Also, so können wir das nicht machen. Okay, ich glaube, wir gehen lieber. Ja, ihr geht lieber. Ja. Also unfassbar, dass sie so mein Schuh raus. Oh, schau mal, was du da gemacht hast, Kathi, hast du einen riesigen Fleck. Das war ich gar nicht. So, raus, Freunde, sofort raus. Eva, deine Sachen mitnehmen und raus. Okay. Hier, deine Kelle, die kannst du wieder mitnehmen. Komm mal kurz mit der Kamera. Was? Ich hab dich mit der Kelle berührt. Schon mal, komm mal kurz mit der Kamera, ja? So, Freunde, und so müsst ihr nichts bezahlen. Oh, ich habe das schon geahnt, dass Claudio auf einmal so sauer geworden ist, weil er einfach nicht bezahlen will. Oh nein. Aber ich glaube, wir können da jetzt auch nichts sagen, nachdem wir das Studio von Claudio so verwüstet haben. Wir gehen mal ins DIY-Studio. Er muss jetzt putzen wegen uns. Also ich muss sagen, es hat viel Spaß gemacht, aber es war auch stressig. Oh, das war wirklich stressig mit dem Bauchladen. Der war nicht ganz leicht und dann ist er leider auch noch einmal runtergefallen. Ja, ist auch noch runtergefallen und die Kunden waren auch nicht ganz leicht. Nee.
Nee. Besonders Claudio nicht. Zu bedienen, ja. Sind wir aber rausgeflogen. Wir sind bei Claudio rausgeflogen. Wir haben kein Geld verdient heute. Also ich würde sagen, das war ein absoluter Fail, oder? Ja, aber es hat Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, gerne abonnieren, kleine Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen. Genau. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.